1670 Computer herbekommen, jetzt mal ganz ehrlich. Okay. Na, die Medical Station dürfte auch einige Computer haben. Mal kurz gucken. 70 glaube ich nicht, aber einige. Oh, ich habe schon alle raus. Das ist ja toll. Das ist scheiße. Ja, die Türcomputer. Ja, bestimmt. Aber auch nicht 70. Hier 2. Oho. Habe ich eigentlich noch Computer? Hier ist so drin. Bestimmt, oder? Ja, 61. So, warte, den Gas kann ich doch da reinpacken, alles jetzt. Brauche ich ja gerade nicht. So, Motor brauche ich auch noch, ne? Nehme ich die auch gleich mit. Ah, ne. So, ein paar Computer noch und dann habe ich 9 Computer. Sind hier Computer dran? Nein. Hier. Und alle draußen. Was ist das denn? Ist das der, den ich die ganze Zeit benutze? Ja. Echt, ist er hier? Ja, stimmt, 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 stimmt. Gut, was ist das denn hier? Da unten. Die Refinery. Hat der Reactor noch welche? Nee. Was kann ich noch? Computer haben. Wenn nicht, muss ich ja das kleine Schiff wieder ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Muss ich wohl da oben mein kleines Schiff wieder ein bisschen auseinandernehmen. Was ist denn jetzt da oben? Hier ist aber schon ein Computer, ne? Von 9. Der einen. 15. Kann die auch da unten reinpacken, da was? Kann man die auch da unten da reinpacken, da was? Genau. Nee, ich wollte mal da. Das habe ich gemeint, aber ich pack dich trotzdem hier jetzt mal. Ich krieg Fellowship so gar nicht mehr aus, ne? Jetzt so hier, oder? Der hier, ja. Was kann ich ja dann später alles neu bauen mit einer Refinery und mit dem Assembler? So funktioniert. Scheiß auf die C-Plates. Gut, dann kommt jetzt als nächstes die Refinery. Kann ich eigentlich das Ganze ein bisschen verschieben? So in Richtung da unten? Oder oben? Wie auch immer. Okay. Also die Refinery. Ach du. Scheiße, ist die groß. Die parkieren. Nee, hier. So, hier. Ist besetzt. Ist auch. Na dann hier. Außen. Das war ja für Steelplates. Genau, 1200 Steelplates. Aha. Ist klar, ne? Darf ich ja 5 Millionen erinnern. Das ist bestimmt ein ganz lustiges Hin und Her. So, wie viele Steelplates habe ich denn noch hier? In dem. Ach ne, ich nehme jetzt erstmal die Teile hier raus.
Die ist ja noch komplett ganz, also kann ich auch. Genau. Das besteht eigentlich fast nur aus Steelplates. Hin und her und hin und her, hey. So viel Spaß hatte ich doch lange nicht mehr. So, okay, dann noch hier. Was ist denn jetzt? Da. So, jetzt fehlen gleich nur noch, dass ich die Plätze hier rausnehmen muss. Ja, sonst ist alles drin. So. Ah, ne. Okay. Ne, hier so. Gut. Nehme ich erstmal alle rüber und dann fange ich an zu schweißen. Ja, das könnte jetzt etwas Zeit in Anspruch nehmen. Obwohl, es geht eigentlich. Bis 20 Mal werde ich hin und her fliegen dürfen. Also jetzt noch. Obwohl, 10 Mal. Ah ne, habe ich ja schon. Gut, da vorne ist die Refinery. Beziehungsweise allgemein das ganze Schiff. Nein, sterb nicht. Okay, alles gut. Ruckel, ruckel. Ist auch komisch, Space Station. Ich habe eigentlich immer 60 FPS, nur manchmal nicht. Frage ich, woran das liegt. Also, jetzt ausgenommen die Laderuckler. Manchmal geht er einfach mal auf 30 runter und bleibt da dann auch einfach mal. Also, nicht so lange, aber ein bisschen halt. Ein schön stabiles Frame-Rate ist man eigentlich nicht gewohnt von Spielen, die so aussehen, wo man so hier. Normalerweise hätte ich jetzt viel höhere Frame-Rate, als wenn ich hier gucken würde. Und das ist hier nicht. Also, ich habe hier echt immer schön konstant. Finde ich schön. Muss man sagen. Die Laderuckler sind noch nervig, aber ich denke. Ich meine, das Spiel ist ja noch. Ich glaube, das ist noch. Ist das noch Release? Ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Weiß nicht. Auf jeden Fall wird noch hart dran gearbeitet. Das merkt man ja, es kommen alle paar Tage Patches raus. Also da wird noch. Ja, was dran gemacht. Und irgendwann. Also, irgendwann wird das dann wahrscheinlich. Dann ein echt. Premium-Spiel. Also es ist schon echt Premium-Spiel. Ich meine, noch Premiumiger. Okay, das war ein sehr komisches Wort. Das liegt weg, oder? Ja. Ich muss gleich mal in die andere Richtung abbauen. Und... Komm schon, ich bin stark genug. Oder halt auch nicht. Naja, vielleicht hat es ja was geholfen. Wenn es wenigstens hier reinfliegen könnte, ne? So, ich baue einfach von der Seite hier ab. Ich muss mich jetzt aufladen. So, dann hoffentlich das Schiff dran hindern, wegzufliegen. Ich weiß, dass ich noch nicht voll bin. Das Schiff, das macht mir gerade ein bisschen Bedenken. Ich denke, ich muss gleich das Risiko eingehen, dass ein paar Teile verloren gehen.
Ja, und zwar jetzt. Dann hau ich jetzt das Ganze einfach hoch, weil ich habe halt noch so viel Zeug in den Container, ne? Das wäre halt echt unschön, wenn ich das verlieren würde. Ja.